So, nun ist sie da, die Zinswende, auch in der Eurozone. Es hat lange, lange gedauert, bis die EZB aus ihrem Elfenbeinturm gestiegen ist und sich ein bisschen die Realität angeschaut hat. Und das ist schon ziemlich blamabel. Vor allem der Auftritt von Madame Lagarde auf der Pressekonferenz, der war absolut blamabel. Mein Mitarbeiter Wolfgang Müller hat gesagt, also die wirkte teilweise so wie ein Teenager, den man bei irgendwas Verbotenem ertappt. Also total nervös, total verlegen, unsicher, schlecht vorbereitet. Das ist wirklich das Allerschlechteste gewesen, was man in letzter Zeit gesehen hat. Und dazu kommt, dass ja Frau Lagarde IWF-Chefin war, französische Finanzministerin war, also ja durchaus eine gewisse Routine hat, aber was sie da abgeliefert hat, teilweise hat sie dann die Fragen der Journalisten vergessen, hat rumgedruckst, wie gesagt, war oft völlig neben der Spur, unsicher, schlecht vorbereitet, das ist schon bedenkenswert. Und ich hatte da in einem Kommentar geschrieben, wenn man sieht, wer da über unsere finanzielle Zukunft entscheidet, kann einem Angst und Bange werden. Man muss natürlich dazu sagen, wer eine so schwierige Aufgabe hat, wer einen Währungsraum zusammenhalten will, der so heterogen ist und eigentlich von der Wirtschaftsstruktur nicht ganz zusammenpasst, aber es ist nun mal so, der hat natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, der ist Drucksituationen ausgesetzt, Interessenskonstellationen. Aber das, was da passiert ist, das war einfach Realitätsverleugnung und umso schärfer muss man dann umsteuern. Dementsprechend war das schon eine ziemlich herbe Geschichte, die da heute abgelaufen ist. Und was da genau abgelaufen ist, auch in den Märkten, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Jedenfalls, Analysten hatten schon lange gesagt, also legt euch nicht zu lange fest, versucht nicht jetzt irgendwie schon zu sagen, ja, Zinsanhebung 2022 sehr unwahrscheinlich, das war ja das Mantra von Frau Lagarde und auch vielen anderen in der EZB, es war ja nicht nur Frau Lagarde, indem man dann eine sogenannte Forward Guidance für das ganze Jahr 2022 gegeben hat und zum Beispiel gesagt hat, ja, die Inflation im ersten Quartal, die wird da und da liegen und jetzt kam kürzlich, nämlich gestern, die Verbraucherpreise aus der Eurozone und damit ist das schon mal per se pulverisiert worden. Jetzt ist es eben auch so, dass offenkundig eine bedeutende Minderheit in der EZB, wie es da heißt, gegen diese Weiterführung der bisherigen Geldpolitik gewesen ist. Also das war die Hawks sozusagen. Nicht schwer sich auszumalen, wer das war. Das war Deutschland, das war Österreich, das war die Niederlande, das war vielleicht Belgien und das war Finnland. Also das waren tendenziell die Nordländer. Die anderen waren jetzt nicht so sehr dagegen. Auch das wahrscheinlich kein Zufall. Jedenfalls war das eine relativ knappe Entscheidung, so wie es aussieht, weil schlichtweg auch der Druck zu groß war. Wir hatten dann heute Erzeugerpreise in der Eurozone. 26,2%, also das sind die Kosten für die Unternehmen, dass die Unternehmen mit diesen 26% gestiegenen Kosten irgendwas machen müssen, nämlich sie an die Verbraucher weiterzugeben. Das ist vielleicht nicht so wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Wir werden jemanden sehen, der auch diesen etwas schlichten Zusammenhang bestreitet. Sie ahnen vielleicht schon, wer das ist, aber dann auch heute Vormittag oder heute Mittag die Bank of England, die nicht nur den Zins erhöht hat um 0,25%, sondern das war eine ganz knappe Entscheidung, 5-4 Stimmen, weil die vier, die knappe Minderheit, die wollten einen Zinsschritt von 0,5%, also einen großen Zinsschritt. Und hier hatte dann ein Kommentator gesagt, also Bank of England hätte beinahe hier die Zinsen um 0,5% gesenkt und die EZB tut gar nichts, will gar nichts sehen, sieht die Inflation nicht, reagiert nicht darauf. Das wurde dann erst bei der Pressekonferenz anders davor. Das Statement der EZB war nach wie vor letztendlich im alten Duktus. Ja, vorhin hatte ich angesprochen, Sie ahnen vielleicht, wer das ist. Das ist Marcello Fracerino, wie er in seiner intelligentesten Ausdrucksweise hier erscheint, der heute getwittert hat, ja, also die Inflation könnte bis Ende 2022 wieder auf das Ziel von 2% sinken. Das ist die beste auf Daten und Fakten basierte Prognose, aha, die wir haben. Dies ist letztendlich der entscheidende Grund für die EZB-Entscheidung. Wer eine andere Prognose hat, zeigen und erklären Sie Ihre Prognose. Naja, also Marcello
Das ist vielleicht gar nicht so schwer. Fangen wir vielleicht mal an mit den Energiepreisen. Hier Forex Live hatte im September schon gesagt, guckt euch mal diese Charts an. Das ist der Gaspreis mit Strompreis. Begann das ganz ähnlich. Lagarde heute in der Pressekonferenz, ähnlich wie Marcello Fracerino. Haben wir nicht kommen sehen, niemand hat es kommen sehen, etc., etc. Also ich glaube, ich selbst war jetzt nicht der Einzige, der gesagt hat, nee, so transitory wird das nicht sein, sondern das waren ja relativ viele. Es zeigt einmal mehr, dass die Weisheit der Notenbanker durchaus begrenzt ist. Also das sind nicht die Götter im Himmel, die über bessere Daten verfügen. Und jetzt vor allem hat Lagarde ja gesagt, also im März, da werden wir alles dann besprechen oder da werden wir dann mitteilen, wie wir weiter vorgehen werden. Also die haben jetzt erst diese ganze Geschichte total verpennt und jetzt sollen sie dann was richtig machen. Mein Vertrauen ist nicht allzu groß, dass das wirklich gelingt. Und es gab ziemlich saftige Kommentare, zum Beispiel auf Finanzmarktwelt in der Kommentar. Funktion, da hat jemand geschrieben, der Redetext von Madame Lagarde hätte auch so aussehen können. Liebe Mitbürger, es ist alles nicht so schlimm. Wir können die Inflation doch noch bekämpfen, wenn diese herumgaloppiert. Wir werden in dem Fall, dass die Inflation zu galoppieren beginnt, wirklich und ernsthaft darüber nachdenken, den Leitzins um 0,25% anzuheben. Prognosen sind schwierig, weil sie die Zukunft betreffen und wir haben einfach keinen Plan. Aber macht euch dennoch keine Gedanken und vertraut auf die Kaufkraft des Euros. Nur der Euro sichert die Existenz der Europäischen Union und führt uns alle in die Klimaneutralität. Wir erschaffen euch das Paradies auf Erden. Bis zum nächsten Mal. In Liebe, eure in erster Linie die französischen Interessen vertretende Madame. Und in der Tat, Frau Lagarde dürfte ja auch diese Schuldenpolitik nicht so schlecht finden. Damit finanziert sie faktisch ja auch die Regierung Macron. Und die Franzosen sind ja, das wird in den Medien sehr wenig dargestellt, was die Gesamtverschuldung angeht, also Staatshaushalt oder Staatsverschuldung, Privatverschuldung der Konsumenten plus Unternehmensverschuldung, gibt es kein Land in der Eurozone, bei weitem auch nicht Griechenland, das auch nur ähnlich verschuldet ist wie Frankreich. Hier noch ein weiterer Kommentar, wie lange soll dieser Schwachsinn hinsichtlich Geldwertstabilität noch gehen? Wir hatten mal eine unabhängige Bundesbank, die die Aufgabe hatte, konsequent gegen die Inflation zu kämpfen, auch wenn es der Politik und der Wirtschaft nicht passte. Damit wurde die D-Mark zu einer Währung, die allen marktwirtschaftlichen Schwankungen Rechnung trug. Heute ist die EZB zur Freude der Politik zur Vollkaskoversicherung für alle möglichen Risiken in den EU-Ländern geworden. Da ist leider etwas dran. Deutschland hat im EZB-Rat die gleichen Rechte wie Malta und Zypern. Malta hat etwa 500.000 Einwohner, Deutschland 83 Millionen, aber die Deutschen haben genauso viel Gewicht in der EZB wie Malta. Oder Zypern unwesentlich größer. Jedenfalls, das ist natürlich das, was uns drei profilierte Bundesratspräsidenten gekostet hat. Damit ist gemeint Weber, Stark und Weidmann, die ja alle gescheitert sind letztendlich. Also da kommen bestimmte Wahrheiten schon durchaus auf den Punkt. Die Leute erkennen, was da gespielt wird und die Märkte erkennen jetzt auch, dass die Zinswende gespielt wird. Wir sehen hier etwa die 10-jährige deutsche Bundesanleihe jetzt bei 0,15%. Wir waren noch kürzlich, so im Dezember, bei minus 0,4%. Das sind schon ziemlich heftige Bewegungen und es war natürlich jetzt ein Nackenschlag für die EZB. Es gab so viele Nackenschläge in letzter Zeit. Die Inflationsdaten aus Deutschland, aus der Eurozone, die Erzeugerpreisentwicklung, dann die anderen hawkischen Notenbanken, die FED, die umgesteuert hat, dann die Bank of England und so weiter. Und irgendwann kannst du dann nicht mehr so tun, als würdest du nicht kapieren, dass der monetäre Klimawandel längst der Fall ist, in Reaktion eben auf eine ausufernde Inflation. Lagarde und Zuckerberg, what a team, hat hier auf Forex Live getwittert. Wir sehen hier etwa mal die italienische 10-jährige Staatsanleihe, 17 Basispunkte gestiegen, jetzt bei 1,6%. Bums, da ist plötzlich wieder Rendite da, da gibt es plötzlich wieder Zinsen. Da macht man jetzt auch Unterschiede wieder zwischen Deutschland und Italien oder etwas Ländern, die, was die Verschuldung betrifft, vielleicht nicht besonders gut dastehen. Jedenfalls sehen wir jetzt den Spread, also die Rendite, die Risikoprämiendifferenz zwischen italienischen und deutschen Anleihen auf dem höchsten Stand seit 2020. Und das hat sofort Konsequenzen in so vielen Bereichen, zum Beispiel am Immobilienmarkt. Immobilienfinanzierungen werden sofort teurer. Da haben wir eine Trendwende jetzt offenkundig gesehen. Und dieser Boom, der jahrelang, das ist der längste Immobilienboom, den wir jetzt wahrscheinlich hatten,
dass das jetzt ein bisschen schwieriger wird. Schlichtweg werden die Finanzierungen teurer. Was das mit den Immobilienpreisen macht, wenn die Zinsen steigen, das wird man dann sehen müssen. Neubauten inzwischen sind aufgrund von Nachhaltigkeitsanforderungen, aufgrund der Materialkosten etc. unter bestimmten extremen Preisen gar nicht mehr zu machen. Also das ist das andere Dilemma, aber es werden sich eben weniger diese Immobilien leisten können. Das ist das große Problem. Und am Markt hat es auch ziemlich gekracht. Die Euro-Shorts wurden gecrashed, der Euro massiv nach oben gestiegen. Also nicht nur die Renditen praktisch aller europäischen Staatsanleihen, selbst die amerikanischen Staatsanleihen haben auf die plötzliche Erkenntnis der EZB reagiert und sind nach oben geschossen. Das ist also ein weltweites Phänomen, in Europa natürlich am stärksten. Aber jetzt waren viele Banken wie JP Morgan, die ja auch bei den Aktienmärkten immer sagen, kauf den Dip, die waren short im Euro und dürften jetzt ein bisschen auf die Mütze bekommen haben. Die Deutsche Bank sagt, kauft jetzt den Euro, weil man erwartet jetzt im September und im Dezember zwei Zinsanhebungen durch die EZB. Bups, das ging also relativ schnell. Und hier noch Jörg Krämer mit der Bemerkung, dass die EZB ja in ihrem Statement, was heute 13.45 kam, erst Lagarde hat dann so ein bisschen die Karten offengelegt. Da hat man ja weiter gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal hier diesen monetären Stimulus weiter und so weiter und so fort. Und dann wurde zum Beispiel Lagarde auch gefragt, ja, ob denn hier die Situation mit Russland, Ukraine, ob das die Inflationsrisiken dann verstärken würde wegen Gaspreisen etc. Ja, ja, hat sie gesagt, auf jeden Fall. Aber nicht eingestanden, dass dieses Quantitative Easing, was man betreibt, also nach wie vor Benzin ins Feuer schütten, indem man Liquidität in die Märkte pumpt, dass das auch inflationäre Folgen hat. Nun ist die Geldmengenausweitung nicht per se, also wenn eine Notenbank digitales Geld druckt sozusagen, ist nicht per se dann Inflation die Folge, aber wenn eben die Voraussetzung da ist durch das massive Gelddrucken und dann eben eine solche Situation entsteht mit Nachfrageüberhang gegenüber zu wenig Angebot wegen Corona, wegen Lieferengpässen, wegen Deglobalisierung, wie auch immer. Und dann entsteht eben so etwas und dann muss ich als Notenbank umsteuern, muss sagen, okay, ich kann die Güterproduktion nicht in die Hand nehmen, das liegt nicht in meiner Macht, aber ich muss die Nachfrage in irgendeiner Form bremsen, weil sonst die Preise extrem durch die Decke schießen. Genau das ist das Problem. Ja, wenn jetzt die Zentralbanken anfangen, die Zinsen anzuheben, dann werden sie irgendwann natürlich erkennen, das tut weh, das wird das Wachstum bremsen, das wird Wirtschaften möglicherweise in eine Rezession stürzen. Genau das, was man ja jahrelang verhindern wollte. Hauptsache keine Rezession, Hauptsache keinen Schmerz. Aber manchmal muss man Schmerzen ertragen, weil nur so dann auch eine Heilung möglich ist. Man entscheidet sich für den Einwurf von Schmerzmitteln, die das Problem nicht beheben, die nur Symptome kurzfristig taub machen, könnte man sagen, ohne an das Kernproblem ranzugehen. Jetzt geht man ein Stück weit an einen Bereich des Kernproblems heran, wird Schmerzen erleiden und wahrscheinlich werden irgendwann die Notenbanken dann vor der Frage stehen, nee, wir müssen jetzt aufhören, weil wir sonst wirklich die Wirtschaft abwürgen. Das wird irgendwann kommen, wird aber noch dauern. Jetzt haben wir jedenfalls ja die Situation, dass natürlich die Märkte gewohnt waren, wir haben alle Chancen nach oben, aber wenig Risiko nach unten. Der Fed-Put, den ich kürzlich erwähnt hatte, oder thematisiert hatte gestern immer im Marktgeflüster, der ist jetzt natürlich tot, jetzt ist auch der EZB-Put tot, denn die EZB ist jetzt praktisch ein nackter Kaiser. Schauen wir uns dann noch mal an mit dieser Inflationsproblematik. Wir hatten heute die ISM-Dienstleistung aus den USA und da wurde zum Beispiel gesagt, die Kosten sind so eskaliert auf unsustainable levels, praktisch nicht nachhaltige Niveaus, available labor is not existent, also es gibt keine Arbeitskräfte am Markt. So haben wir dann praktisch Aufträge nicht angenommen und mussten dann sogar Leute entlassen, weil wir diese Aufträge nicht annehmen können, weil wir einfach so darauf bedacht sind, unsere Kosten zu reduzieren. Das ist der erste Effekt auch dieser Inflation, was wir in den 70er Jahren gesehen haben. Als die Kosten so stark stiegen für die Unternehmen, haben die Unternehmen das abgebaut, was am teuersten ist, und das sind Mitarbeiter. Auf der anderen Seite brauchen sie dringend Mitarbeiter und stehen dann manchmal vor der Entscheidung, ja, entweder baue ich jetzt Arbeitskräfte ab und verzichte damit auf Aufträge, aber wenn ich die Aufträge annehme, habe ich nicht genug Arbeitskräfte. Eine wirklich bescheidene Situation, um das mal so zu formulieren. Bescheiden auch die Lage für Gesichtsbuch oder Meta.
Das, was selbst bei einem 20% Verlust von Facebook heute vernichtet würde, nämlich so um und bei 200 Milliarden Dollar. Inzwischen sehen wir, dass die Aktie sogar 25% gefallen ist. Das ist jedenfalls bei 20% schon mehr als 452 der etwa 500 Aktien im S&P 500 überhaupt an Marktkapitalisierung haben. Das ist da mal in wenigen Minuten vernichtet. Das wäre der größte Abverkauf, was Marktkapitalisierung betrifft, ever. Und das zeigt eben auch das Risiko. Auch Apple, Microsoft, Tesla, Amazon hatten schon mal jetzt solche ziemlich herben Verluste. Aber das wäre jetzt der größte ever. Und das zeigt eben auch die Klumpenrisiken mit diesen großen Tech-Konzernen. Jetzt mal etwas in eigener Sache, meine Damen und Herren. Wir bei finanzmarktwelt.de suchen Verstärkung. Wir suchen Leute, die Artikel schreiben, die möglicherweise auch Videos machen, aber vor allem Artikel schreiben über eben das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wirtschaft, Politik, Finanzen, dieses Zusammenspiel. Sie kennen ja vielleicht die Seite finanzmarktwelt.de durchaus mit manchmal ein bisschen Ironie, mit Sarkasmus mal die andere Seite der Medaille zeigen. Über einzelne Aktien, über Aktienmärkte, über Kryptowährungen vielleicht auch. Über das Thema Energie, Makroökonomie, all das, Energie, Rohstoffe. All das wäre bei uns herzlich willkommen. Wir suchen dringend Leute und wenn Sie wollen und vielleicht irgendwas haben, irgendwelche Texte haben, die Sie selber geschrieben haben, dann schicken Sie das doch einfach an fuckmann@finanzmarktwelt.de. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich sehr gutieren würde. Wir brauchen dringend, dringend Verstärkung. Wir expandieren, wir wollen größer werden und können es auch. Dementsprechend wäre das eine ganz gute Geschichte, wenn ich da Input bekäme, wenn ich da die Möglichkeit hätte, wenn wir bei finanzmarktwelt.de die Möglichkeit hätten, Leute zu gewinnen. Das ist auch für uns nicht ganz schwer, auf der anderen Seite oder ganz leicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, wahnsinnig viele Leute, die früher, was weiß ich, bei der Financial Times gearbeitet haben, in irgendwelchen Medien gearbeitet haben, die dann geschlossen wurden, die aus dem Finanzbereich oder die sich im Finanzbereich auskennen, da müsste es doch Leute geben. Jetzt noch abschließend zwei Hinweise, neben diesem Aufruf, sich zu melden, wenn man hier da interessiert ist, journalistisch. Amazon-Quartalszahlen heute, 22 Uhr, die werden bei finanzmarktwelt.de direkt online sein. Wenn Sie wollen, schauen Sie sich schon mal diesen Vorschauartikel an. Da wird praktisch ein ziemlich herbes erwartet, was die Gewinnsituation betrifft. Gewinneinbruch werde ich unter dem Video verlinken und auch verlinken meinen Kurzkommentar, der nochmal versucht auf den Punkt zu bringen, was für eine Blamage wir da gesehen haben. Das war wirklich schon etwas ziemlich Herbes. Also, die beiden Artikel und ab 22 Uhr Amazon.com gucken die Zahlen. Erwartung ist schon relativ negativ. Vielleicht kommt da mal durchaus auch eine positive Überraschung zur Abwechslung. Ich sage Servus und Ciao.